Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 zusammen mit Jan. Hi. Hi, es sieht trocken aus. Sieht trocken aus, das finde ich gut. Letzte Folge hat es geregnet. Monaco, Leute. Letzte Folge Monaco, wer es nicht gesehen hat, unbedingt rechts um am i abchecken. Es lief erstaunlich gut. Jan ist leider rausgeflogen, deswegen die zweite Folge auch nur bei mir. Aber ich war Erster. Ja, Leute, ich war Erster. Zum ersten Mal in F1 2018 habe ich richtig, richtig Gas gegeben und war Erster in Monaco. Also Applaus für diese Leistung. ich bin gespannt, wie das jetzt in Kanada wird. Auch die Strecke habe ich ein bisschen trainiert. Weniger als Monaco, aber auch trainiert. Und ich nicht. Bis zur nächsten Aufnahme werde ich auch die nächsten dann wieder ein bisschen trainieren. Was auch immer danach kommt. Ich glaube, Österreich kommt irgendwann und England oder sowas. Oder Frankreich oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Du fährst schon raus, habe ich gesehen. Ja, ich mache immer einmal so eine Runde und so. Ich mache immer mitten drin, das finde ich super. Lass zu lange zu warten. Ich weiß nicht, soll ich irgendwas genug verstellen auf dieser Rennstrecke? Ich hab's ausgewogen gelassen. Hast du ausgewogen gelassen? Ich glaube, du hast auch ausgewogen, aber vielleicht. Ich komme mit ausgewogen eigentlich immer ganz gut zurecht. Ja, in den letzten drei Rennen keine Punkte geholt. Ja, okay. Nein, ich weiß schon. Du bist ja immer im Qualifying, warst du ja letztes Mal ultra gut. Du bist als Zweiter gestartet. Leider dann keiner Rennunfall zwischen den beiden Red Bulls, zwischen uns beiden. Und ja, dann ist die Misere quasi losgegangen. Das war dann nicht mehr so geil. Also letztes Rennen war sowas von Chaos. Also da waren so viele Unfälle dabei, so viele Strafen dabei. Nicht von unserer Seite. Also ich glaube, ich hatte gar keine Strafe. Ich auch aber nicht. Du auch nicht, ja. Du warst ja ganz am Anfang der Chaos. Aber auch da gab's, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da auch schon Strafen gab, aber naja, auf jeden Fall. Das war krass, ja. Das war heftig. Du hast 43 Punkte insgesamt. Wir wollen das natürlich heute einen Doppelsieg einfahren. Habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Das Doppelsieg wäre mal mega, mega geil. Hat in F1 2017 auch ein bisschen gebraucht. Dieses Mal braucht es ein bisschen mehr wegen mir, weil ich mich noch ein bisschen eingewöhnen muss. Aber ich hoffe, dass ich genauso gut wie auf Monaco fahre. Ich glaube, wir haben jetzt aber beide einen Saisonsieg. Also einmal habe ich ja auch bis jetzt gewonnen. Hast nur einmal gewonnen? Ich dachte, du hast zweimal gewonnen. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe einmal gewonnen. Du bist auch rausgeflogen auf Bahrain. Ja, genau. Da wurde ich ja Australien getötet, zweimal. Da war nur noch Australien habe ich, glaube ich, gewonnen. Und China bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin in China, genau, doch, ich weiß es. In China bin ich Zweiter geworden. Vettel hat China gewonnen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall haben wir heute das Ziel, wie gesagt, dass ich hoffentlich genauso gut fahre. Das war nicht ich gut. Genauso gut fahre wie in Monaco und Jan auch recht gut fährt, damit wir Erster und Zweiter werden, egal wer Erster und Zweiter ist. Ich weiß auch hier, letzte Saison wurde ich disqualifiziert. Ja, weil du da dagegen bist, ja. Die guten alten Zeiten in die gegengesetzte Richtung. Ja, auch hier habe ich mir ein paar Sachen ausgeguckt. Zum Beispiel, ich fahre ja Automatik. Aber in dieser Kurve, wo du dich disqualifizieren lassen hattest letztes Mal, da schalte ich trotzdem auf den ersten Gang runter, weil ich das Auto da einfach geschmeidiger rumbringe dann. Also, ja. Haltest du manuell dann? Ja, also ich schalte immer automatisch, macht's ja, aber du kannst ja trotzdem noch an den Schaltwippen da runterschalten, wenn du unbedingt möchtest. Und das mache ich in dieser Kurve immer. In dieser 360 Grad, nicht 360, 180, keine Ahnung. Also da mache ich immer auf ersten Gang, weil das Auto lässt sich da viel besser durch die Kurve tragen. Das kleiner Tipp auch an dich, wenn du es machen möchtest. Also ein paar Sachen habe ich mir angeguckt, leider schon ein bisschen länger her. Monaco war aktueller trainiert. Ja, hier mache ich das immer jetzt in den ersten Gang und dann da reingehen, das geht irgendwie besser. Ja. Er hat gerade automatisch in den ersten Gang geschaltet. Nee, meiner schaltet immer in den zweiten, so schnell wie ich bin. Ja, ich musste da immer in den ersten. Ich wollte da trotzdem immer in den ersten, weil es ging besser. Naja, jedenfalls, wie gesagt, Erster und Zweiter ist das Ziel. Du bist ja jetzt schon mal Erster, klar, sind noch nicht so viele draußen. Wer ist denn überhaupt alles draußen?
11 Autos. Rot heißt eine Inlap. Es fahren ultra viele eine Inlap. War jetzt auch eine Inlap. Nee, es fahren. Doch, es sind jetzt. Hä? Aber es fahren auf jeden Fall auch viele, sind noch draußen. Bottas macht eine fliegende Runde. Also die ersten fahren jetzt hier da unten. Du hast deine schon gefahren. 1.11.9 ist deine Zeit, okay. Raikön hat 1.13. Junge. Raikön, der eigentlich immer recht gut ist. 1,5 Sekunden schlechter als du. Ja, meine war aber auch nicht so schlecht, fand ich. Hatte nicht ganz so viel ERS, aber... Okay, ich fahre natürlich wie immer drei Runden. Zwei schnelle, eine langsame. Das habe ich mir auch jetzt, ja, quasi, das heißt angewöhnt, aber das werde ich jetzt immer machen, dass ich einfach die erste Runde schnell fahre, also erstmal eine Rausfahren-Runde, Outlap, dann die erste schnelle, in der zweiten das ERS und Benzin wieder runter und dann die dritte Nummer schnell und dann eine Inlap, ja, das mache ich immer so jetzt. Weil drei hintereinander kannst du nicht schnell fahren, da lieber nochmal eine entspannte und dann wieder Gas geben. Okay, ich denke, ich fahre raus jetzt. Es sind 8 Autos draußen und es fahren jetzt wahrscheinlich, der eine oder andere fährt jetzt wahrscheinlich rein. Ich muss erstmal warten, bis ich reingetragen werde. Also ich muss erstmal gucken, ich glaube, ich habe nicht mehr Benzin. Habe ich mehr Benzin mitgenommen? Habe ich. Benzin. Ja, sorry, Mann. Aber hier für 5,6. Bin gespannt, was du für eine Notenzeit machst. Ich auch. Tatsächlich. Bin sehr gespannt. Ich habe jetzt die Erwartungen natürlich hochgeschraubt nach Monaco und werde jetzt wahrscheinlich ultra verkacken. Nicht so geil, aber ja. Okay, wir fahren raus und geben Gas. Also ich habe alles lila, 1,5 Sekunden Abstand. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Also du hast eine 1.11er, 1.11.9, ne? War es, glaube ich. 1.11.9, ja. Also mal gucken, was ich jetzt so raushau. Keine Ahnung. Genau, bestimmt 1.11, naja, 1.11 tief würde ich bestimmt auch noch schaffen. Ja, das schafft man, glaube ich, noch. 1.10 wird schon ein bisschen härter. Wenn du 1.11.9 fährst, 1.10 wird echt schwierig. Aber, ja, wie du schon sagst, eine Tiefe 1.11 fast. Mal gucken. Gehen wir hin, mal alles checken, ob ich überhaupt überall aufnehme. Mache ich, perfekt. So, jetzt sind alle drin, nur noch ich bin draußen. Oh, guck mal, das haben wir ja gut hinbekommen. Läuft ja. Fahr ich auch nochmal raus. Kannst du mal. Ich verbessere ich mich ja jetzt nochmal. Nochmal mit anderen Reifen. Warte, das Benzin nochmal einstellen. Aber du hast auch Hypersoft, ne? Leute, wir haben auf der Strecke auch wieder Hypersoft. Ja, klar. Haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich. Also Hypersoft wieder hier am Start, wie auch auf Monaco. Ich glaube, wir kommen uns jetzt aber ein bisschen in die Quere. Stimmt. Ja. Ja, du musst einfach mal kurz mich vorbeilassen. Ja, mach ich. Okay, wir stellen auf Maximum und auf ERS Hotlap und fahren dabei in die Wand, weil ich nicht auf die Strecke gucke. Bist du echt in die Wand gefahren? Ja, so ein bisschen, aber nicht schlimm. Es war nur so leicht. Okay, erste gezeigte Runde ab jetzt. Du musst mich jetzt vorbeilassen. Gleich, wenn ich komme. Was ist, wenn ich dich gar nicht kommen lasse? Dann kannst du natürlich weiterfahren, aber ich dachte, du fährst eine langsame. Nö, ich fahre eine schnelle Outlap. Aber halt auf Mager und ohne ERS, aber ansonsten. Das war scheiße, die Kurve. Mich richtig schlecht genommen. Viel zu weit raustragen lassen. Oh shit. Okay, ich fahr in die Box. Mist. Also die Runde ist nichts. Ne, die Runde ist nichts. Ne, bei mir auch nicht. Oh, hier liegen Teile. Ja, meine. Ne, also ich denke, ich komme mit der Rundenzeit auf Platz 8, 9, du hast. Die ist nicht so geil. Echt? Ja. Aber kannst du nochmal, oder? Ja, ja, einmal fahr ich noch. So, ich will eigentlich auch direkt nochmal raus. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es ja nicht. Das war jetzt nur eine Vermutung.
Ne, auf Platz 2 bin ich, okay. Ja, Platz 8, 9, so. Ich bin 1,4 Sekunden schlechter als du. Und 3 können ist 1,5. Also ich werde auf jeden Fall noch aufgeholt. Da fahren wir jetzt eine langsame, entspannte, laden wieder ERS auf und geben richtig Gas. In der letzten dann nochmal. Fahren wahrscheinlich alle raus, weil jetzt auch schon welche rausfahren. Aber eine gute muss auf jeden Fall noch her. Auch nochmal raus. Junge, das hört sich ja richtig schlimm an. Das Gas die ganze Zeit so langsam angetippelt, das kreckst du ja richtig. Also du glaubst, du wirst noch überholt von... Ja, außer ich fahre jetzt eine richtig krasse noch meine letzten. Das stimmt. Aber ich bin... Glaubst du, du kannst mich einholen? Wenn ich gut fahre, ja. Also ich habe die zwei Kurven, habe ich viel zu arg mich raustragen lassen. Das war überhaupt nicht gut. Wenn ich die besser fahre, enger fahre... Es gibt hier drei DRS-Sektoren. Kann ich das auf jeden Fall schaffen. Wenn ich natürlich genauso kacke fahre, dann bringt es das nicht. In der Tat. Sind jetzt auch natürlich welche vor mir. Aber ich habe ungefähr 0,03 auf Freikönnen. Heißt, wenn ich jetzt mich nicht ranhalte, werde ich von Raikön oder auch jemand anderem safe noch überholen. Weil du hattest ja 1,5 zu Raikön und ich habe 1,47 oder sowas. Also doch echt kacke. So, ich habe mich da schon mal nicht raustragen lassen. Vor mir auch keiner. Das war nicht so geil, aber ist okay. Also ich werde dich mit dieser Runde nicht einholen, das heißt, du wirst Erster bleiben. Du hättest gar nicht mehr rausfahren müssen. Aber ich werde auf jeden Fall hoffentlich Zweiter bleiben. Mit der Training. Runde. Ja, doch schon. Also mit der Runde werde ich Zweiter bleiben. Und das ist gut, wenn wir wieder von Platz 1 und 2 starten. Das ist mega, mega geil. Das hört sich gut an. Vernünftig. Ja, ich werde meine Zeit nicht mehr verbessern können. Ja, ich bin eine Sekunde besser gerade, aber natürlich immer noch 4 Sekunden schlechter. 0,4 Tausendstel meine ich. Ja, 4 Sekunden. 0,4 schlechter als du. Ja. Aber ist ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja, krass, meine Runde. Ich krieg die auch nicht mehr. War echt gut. Aber also eine 1,12er ist schon ganz gut, muss ich sagen, wenn wir das hier gerade so sehen. So, jetzt... Also ich denke, mit der Rundenzeit überholen uns keiner mehr. Dich nicht und mich nicht. Denke ich jetzt einfach mal. Also ich krieg dich auf jeden Fall nicht. Da haben mir 4000stel gefehlt. Ah, guck mal, hier, irgendwas habe ich gerade richtig gemacht. Wieder eine Sektor. Guck mal, ich war voll langsam und er war trotzdem im zweiten Gang in der Kurve. Ich fahre gerade eine Innenlap. Ultra langsam. Jetzt muss ich ein bisschen aufs Gas drücken, sonst halte ich den noch auf und krieg eine Glitch da. Oh nee. Ich hab den Reifen verloren. Scheiße. Der hat den Reifen verloren. Egal. Okay, dann gibt's einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Was ist denn mit Carsten los? Weiß ich nicht. Ah, erster Zweiter, yeah. Das hört sich gut an, denn Carsten hat nichts dagegen unternommen. Lewis Hamilton hätte mich aufgeholt und Raikön, also ich wäre jetzt Vierter gewesen, Vierter wäre ich gewesen, hätte ich nicht nochmal aufgeholt. So bin ich jetzt Zweiter, du bist Erster, mega geil, heißt, wenn wir das so zu Ende fahren, haben wir einen Doppelsieg, easy, alles ist perfekt. Das heißt, einfach jetzt reinstarten, gute Strategie fahren, ich fahre einen Einstopp, würde ich sagen. Das weiß ich noch nicht. Und ja. Ich würde sagen, du fährst keinen Einstopp.
38 Runden Benzin. Benzin. 38 ja. Runden Benzin. Und ja, doch, das mit den Reifen finde ich geil. Nee. Ich fahre eine Einstopp. Da kenne ich nix. So, jetzt kann ich mal das Feld wieder anführen. Punkte, Punkte, Punkte. Drei Rennen, jetzt keine Punkte. Und jetzt, wenn mich ein gewisser Mike Let's Play nicht wieder wie auf Monaco rausrammt, dann könnte ich auch. Nee, mach ich nicht. Bei dir wird's knapp. Ja, ich hab ausprobiert, aber mach ich nicht. Ich nehme aber ordentlich Benzin mit. Benzin. Shit! Ah! Scheiße. Ich ramm dich schon nicht weg, keine Sorge. Ich überhole dich nur beim Start. Weil wenn nicht Regen ist, starte ich recht gut. Wie war das Losfahren? Nee, du überholst mich nicht beim Start. Nee, mach ich auch nicht. Kanada hat, glaube ich, von Startplatz 1 zu Kurve 1 die kürzeste Distanz. Ja, hat's auch, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall sehr kurz. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber es ist auf jeden Fall kurz. Nee, wenn ich super nicht schlecht starte, dann solltest du es nicht schaffen, mich zu überholen. Mach ich auch nicht, will ich auch nicht, ist ja auch noch das Ziel. Ich will, dass du Erster bist und nicht Zweiter, das ist das Ziel. Wenn ich jetzt Erster bin und du Zweiter, ist das auch okay. Nee, das ist nicht das Ziel. So ein Assi. Das erste Mal gesagt hast. So ein Assi, weißt du. Nee, aber mir ist es echt egal, wer jetzt Erster und Zweiter ist, aber es wäre halt geil, wenn Red Bull Erster und Zweiter ist. Ja, egal wie rum, aber. Ja. Hier schön in den ersten Gang gehen. So, wir stellen direkt hoch auf Fett und auf Hot Lap. Wobei Hot Lap vielleicht gar nicht so geil ist. Ich hatte es ja mal auf Überholen. Ich lasse es auf Überholen, weil bei Hot Lap dreht es vielleicht ein bisschen arg durch. Keine Ahnung. Ah, ich schmeiß, sag ich da immer. Du musst einfach das Feeling im Bein haben. Im Fuß. Das Feeling, das habe ich auf jeden Fall. Das ist ganz Beingefühl. Wichtig. Ja. Klar, wenn man das nicht hat, dann bist du direkt weg. Vor allem, du startest sogar innen eigentlich, theoretisch. Nee, ich bin noch nicht innen. Ich bin auf der Ideallinie, aber nicht innen. Ja, aber die erste Kurve also, geht ja rein. Ja, okay, für die erste richtige. Ja, okay, ja. So. Kamera wieder neu gestartet hier für das Rennen. Lego. Fuck. Klebt hier irgendwas auf meinem Lenkrad. Okay, viel Glück. Wir kriegen das schon hin, kein Problem. Ja. Junge, wie du das Feeling im Bein hattest. Ultra. Ja. So, wir sind erst und zweiter geblieben. Sauber. Gefällt mir. Offensichtlich kein Unfall irgendwo. Zum Glück. Aber du fährst gerade ein bisschen neben der Ideallinie. Ja. Bisschen unpraktisch. Sorry. Ja. Wirst schon merken, wenn ich dich gleich wieder wegrab. Ja, das merke ich dann. Nee, ich lasch Abstand zu dir. Ich lasch Abstand zu dir, gell? Guck mal, was machst du, Alter? Ich weiß nicht, wie du so weit vor mir sein kannst. Ich fahr die Ideallinie volle Kanne. Ja, ich kann die da nicht fahren. Das ist ein bisschen Abstand. Ja, musst du in den ersten Gang. Macht der bei mir automatisch. Komisch, dass du die trotzdem so nimmst. Crazy. Aber ich glaube, ich bremse zu spät einfach. Ist ja auch auf jeden Fall gut, weil du hast ja auf jeden Fall gute Zeiten. Ist also anscheinend nicht ausschlaggebend. Auch wenn du gerade ja, ich könnte wahrscheinlich fährst. Ich war definitiv komisch. War eine alternative Runde. Ja, Strecke. Oh, lila Zeit, Alter. Also, wer hätte es gedacht? Ja. Das leckt bei mir, das ist so ätzend. Mann. Aber wir gewinnen beide Abstand zu Hamilton jedenfalls. Das ist ganz gut.
Oh Mann. Also ich, das wird jetzt gar kritisch, ne, wenn du auch die Kurve immer so schlecht nimmst. Junge. Das war grad schlecht. Ich war schlecht. Ich war auch ein bisschen an deinem Arsch dran, aber alles gut. Das ist aufgeregt, ne? Hier, bisschen. Mike hinter dir. Kommt selten vor bisher in dieser Karriere. Ausgezeichnet, das ist eine neue. Hier, doppelschnellste Runde. DRS aktiviert. Jetzt habe ich auch noch DRS, Alter, hinter ich bin dir. So was schlecht. Machst du denn, Alter? ERS habe ich jetzt ausgeschaltet. Das habe ich jetzt für die ersten Runden ja, verbraten. Ja, ich habe es auch ausgeschaltet. Das habe ich jetzt für die ersten Runden verbraten. Ich werde das jetzt ganz entspannt nutzen. Ey, bloß nicht gegen die Wand, ja? Fahr so kacke wie du willst, aber bloß nicht Reifen weg. Jetzt habe ich auch noch DRS hinter dir, das ist eigentlich gar nicht so geil. Wobei ich die Kurve gerade auch schlecht genommen habe. Aber wir setzen uns auf jeden Fall von Hamilton ab. Hier, ich mache dir ein bisschen Druck, vielleicht fährst du dann besser. Gleich wieder DRS. Jawohl. Zack. Wo wie er näher kommt. Nö, nö. Hauptsache keiner kracht in die Wall of Champions von uns. Ja, das wäre echt kacke. Bin gerade ein bisschen gerutscht. Das war nicht so geil. Meine Reifen sind ja auch nicht mehr so geil, also ich will am besten jetzt schon in die Box. Ja, geh mal. Naja, wann müssen wir denn gehen? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also, sie sind echt schon abgenutzt, das merkt man auf jeden Fall. Ich merke nichts, ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit schlecht fahre. So, mein fettes Auto verbrate ich auch. Jetzt fahre ich aber wieder ein bisschen kluger. Klugerascht. Weißt Bescheid. Das ist geil, ne? Nee, das ist nicht geil gerade, was ich mache. Ach, du gewinnst Abstand zu mir. Ja, ist aber trotzdem nicht geil. War schlecht. Oh, das passt. Oh, wir sind Erster, Zweiter, das passt. Ich habe eine alternative Strategie. Ich nicht. Bekommen. Ich habe nichts bekommen. Alter. Nee, Mann. Will ich nicht. Wir wollten, dass ich jetzt schon an die Box gehe, anstatt in Runde 8. Offensichtlich gehe ich mit meinen Reifen ziemlich toll um. Rutsch ja. Ich glaube, ich schalte mal fett runter auf Standard. Ich rutsch auch gerade, das ist echt ätzend. Ich will an die Box! Warum rutsch ich? Mir sagt die Box, dass ich vorsichtig sein soll, mein Grip nimmt ab. Ach. Meiner nicht, oder was? Mir sagen die gar nichts, also ich spreche nur mit dir. Die Batterie ist fast leer. Reduziert. Bin wichtiger. Lese sie das nur ein. Ich fahre weiter auf Fett. Ich will jetzt doch nicht so klug fahren. Ich fahre einfach weiter auf Fett. Und ignoriere den Rest. Weil wir sind schon, ich bin echt schwer. Ich glaube, ich habe fast vier Runden, glaube ich, mehr mitgenommen. Wenn man das auch hier, Alter, gut verbraten kann. Kanada ist echt, kann man es echt verbraten, wie die Sau. Ah, aber die Reifen, die gefallen mir leider nicht. Nee, die gefallen mir auch nicht.
sind schon Alter. Viel zu viel benutzt. So Angst. Lecken tut es natürlich auch mal wieder, das ist echt geil. Alter, ich fahre ja in der Kurve auf der Ideallinie. Junge, was falsch. Ja, mache ich immer. Lol. Ich nicht. Ja, habe ich gemerkt. Mann, warum schlagen die mir keine Alternative vor? Noch zwei Runden auf dieser Scheiß. Auf diesen Scheiß Reifen fahren. Komm, ich kann's noch kurz. Hipkette Auto. Wow, oh, da hat's gerade geleckt. Mir leckt die ganze Zeit. Boxenstopp, Fenster offen, okay, ich gehe. Jetzt schon. Boxenstopp. Oder nächste Runde. Naja, ich bin ja hinter dir, nächste Runde. Hallo, Boxenstopp. Ey, deine Mom. Boxenstopp! Dann gehe ich eine Runde gegen nach dir. Gegen wen fahre ich? Halt nur dein Maul! Mann, ich kann so nicht fahren. Boxenstopp! Er hat schon wieder gegen wen fahre ich genommen. Okay. Boah, da bin ich gerade weggerutscht. Boxenstopp! Fand ich gerade quer. Jetzt hat er es akzeptiert. Ich verliere so viel Abstand, ne? Auf wen? Ja, zu Hamilton. Ich hatte ultra viel. Ich glaube, ich hatte 6 Sekunden. Jetzt habe ich nur noch 2,5. Ich habe auch 6 Sekunden. Ja, ich verliere auch zu dir und zu Hamilton. Ich fahre richtig scheiße. Jetzt habe ich auch mich nicht richtig konzentrieren können, weil ich die ganze Zeit Boxenstopp gesagt habe. So ein Bullshit. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Ja. Was ging? Von denen fährt keiner, die fahren alle vorbei. Mir wurde gesagt, dass ich jetzt diese Runde reinkommen soll. Los, fahr jetzt. Oh Mann, ey. Also nur Grosjean bisher in die Box gefahren. Grosjean und ich mehr nicht. Bist du letzter oder wie viel da? Nee, ich bin siebter. Okay. Aber die anderen sind halt alle nicht an die Box, nur Grosjean und ich. Das ist eigentlich voll gut, Alter. Ich war in der Box, sonst keiner und ich bin siebter. Junge, noch ein Quersteher. Naja, kenne ich. Jetzt mit den neuen Reifen wird das hoffentlich ein bisschen besser. Wenn sie erstmal warm gefahren hat durch eine Runde, dann ja. So, Alonso jetzt überholt, jetzt bin ich sechster. Bottas auf 5 vor mir. Dazwischen die beiden Ferraris, dann Hamilton und dann du. Okay. So, ich bin in der Box. Wer fährt hinter dir? Hamilton ist jetzt gerade hinter dir, aber ich kann dir nicht sagen bis jetzt, ob er auch an die Box geht. Doch. Doch, Hamilton geht an die Box, beide Ferraris vorbei. Hab ich gesehen. Perfekt. Passt schon. Okay. Also beide Ferraris und dann Bottas und ich bin auf Platz 4. Hey, wo bist du? Komm. Ah, okay, du bist direkt hinter mir. Jo. Komme. Platz 4 und du warst in der Box. Das ist schon echt cool. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Ich dachte, es könnte eigentlich insgesamt schlechter werden, weil... Ja, dachte ich bei mir auch, aber... Siebter ist auch noch okay gewesen. War echt nicht zufrieden, so wie ich gefahren bin. Also da stand echt häufig quer. Ja, ich auch. Aber jetzt bisher noch gar nicht mit den anderen Reifen. So. Fahrer vor mir. ...3,1 Sekunden. Okay, aber die fahren jetzt in die Box. Ne, nicht alle. Ja, ein Ferrari nicht. Ein Ferrari nicht. Wer fährt nicht? Vettel fährt nicht. Okay, die anderen beiden sind gefahren. Sind Bottas Raikön. Oh, ja.
Okay, das heißt, ich wieder auf Platz 3, du auf Platz 2. Vettel fährt nochmal, heißt, wir sind wieder auf Platz 1 und 2. Ja, und Vettel ist relativ gesehen direkt vor mir. Ja, den können wir noch ein bisschen aufholen eventuell. Ja, ich glaube, der geht einfach direkt gleich auf in die Box, das heißt, ich werde ihn nicht geht überholen, so, sondern, ja. Aber wir können halt aufholen, das heißt, weil er schlechtere Reifen hat. Ja, aber ich werde kein Überholmanöver starten, wahrscheinlich. Überholen nicht, aber aufholen. Ich bin ja nicht das dran. Schon. Boah, ich bin jetzt hier in der Kurve direkt hinter ihm. Krass. Vielleicht kann ich ihn sogar doch noch mit DRS überholen auf einer langen Geraden jetzt. Aber ich bekomme kein DRS. What the fuck? Ich bin direkt hinter ihm. Vielleicht, weil er eben an die Box fährt, keine Ahnung. Er gibt zwar keinen Sinn, aber... Das war nicht gut. Warum? Bremspunkt verpasst, weil er logischerweise nicht da bremsen musste, wo ich bremsen musste, weil... Oh, sauber. Ja, naja, halt... an die Box musste. Okay, 7 Sekunden haben wir voneinander Abstand. Das heißt, wir können beide in Clean Air fahren, ohne viel Bedrängnis. Das stimmt, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich noch weiter. War mit den neuen Reifen auch viel besser. Ja. Nee, das war auf jeden Fall notwendig, dass man da wechselt. Diese links- oder beziehungsweise rechts-links-Kurve da, mag die nicht. Nee, die mag ich auch nicht. Die zwei, die vor der Start-Ziel mag ich noch weniger, weil da ist auch eine Bande richtig nah. Die so ein bisschen quer, weil die Bande, ich mag die, ja. Das ist, ja. Ich versuche so ein bisschen über die Abweiser zu fahren. Ja. Solange wir keine Strafe bekommen, ist das in Ordnung. Ja. Wenn schon, dann ist nicht geil. Also ich habe noch keine einzige Verwarnung. Nee, doch, einmal, ich bin ein bisschen in dich reingefahren. Mal. Da in dieser engen Kurve, habe ich ja gesagt, war ich einmal an deinem Arsch. Okay, Raikön hat Hamilton überholt. Das finde ich grundsätzlich, wobei Ferrari ist auf Platz 1 insgesamt, aber ja, weiß ich nicht. Vettel, ja, ach, ich bin die Tabelle gerade nicht gut genug. Ja, Vettel ist, glaube ich, erster in der normalen Rangliste. Ja, Vettel ist, ja genau, und Ferrari insgesamt auch. Weil Raikön auch extrem gut fährt. Aber ich glaube, Hamilton ist auf Platz 2, oder? Das weiß ich, bin mir nicht sicher. Nicht, tatsächlich, weiß ich nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall 8 Sekunden zu Raikön. Der, wie gesagt, Platz 3 jetzt ist. Fahr der vor mir. Okay, meine Box hat echt keinen Bock auf mich. Er hat da gar nichts verstanden. Fahr der vor mir! Runde 21 soll ich das nächste Mal an die Box. Okay, du bist auf jeden Fall auch 8 Sekunden von mir entfernt. 9 Sekunden sogar. Und ich 8 von Raikön, heißt du bist 16 Punkte auf Platz 3. Wenn nicht sogar mehr.